und willkommen zur Rache des Sub Juli. Wenn ich meine Kopfhörer drin habe und mein iPad in der Hand, dann bedeutet das, ich schaue mir ein Video an. Und zwar einen Lesemonat von vor 3 Jahren. Schaue, welche Neuzugänge ich dort hatte und erzähle euch, ob ich die gelesen habe oder nicht. Und wenn ich sie nicht gelesen habe, dann habe ich 3 Monate Zeit, sie zu lesen. Ansonsten gibt es einen Obolus, den ich mir selbst auferlege, dass ich den spende, wenn ich das Buch behalten möchte, oder es wird aussortiert. Es geht vorwärts, der Subabbau läuft ganz gut. Die Rache im Juni hat mich, das war echt, hat mein Herz höher schlagen lassen. Ich hoffe, ich habe mich dann ein bisschen dann im Griff gehabt vor 3 Jahren und im Juli nicht noch 10 Bücher gekauft. Aber wer weiß das schon? 2020 war ein hartes Jahr für uns alle. Ich habe da, glaube ich, echt viele Bücher gekauft. Aber ich schaue jetzt mal rein in den Lesemonat Juli. Gucken wir mal, was für Neuzugänge da drin sind. Es wird auch demnächst ein Quartalsupdate geben, denn Ende Juni ist wieder ein Quartal um gewesen. Da berichte ich euch dann, ob ich es geschafft habe, diese ungelesenen Bücher zu lesen, ob sie aussortiert werden oder ob ich spende, um sie behalten zu dürfen. Sind ja meine Regeln. Ihr kennt das Format alle. Ich sollte mich nicht länger davor sträuben, mir dieses Video anzugucken. Ich habe keine Ahnung, was im Juli 2020 bei mir eingezogen ist. Schauen wir mal. Kommen wir zu meinen Neuzugängen. Das sind nur 2, was gut ist. Es sind 2 Rezensionsexemplare. Das eine ist für unseren Or You Can Read Buchclub. Ich weiß gar nicht, wann wir das lesen, aber in den nächsten Monaten. Wir haben einen Plan und dann wird das da auftauchen. Ich glaube, Kali hat uns darauf aufmerksam gemacht. Ich kannte weder das Buch noch den Autoren. Ich weiß nicht, ob es ein Erstlingswerk ist. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber es ist ein ganz tolles Cover. Und zwar ist es Die Detektive vom Boot Bazaar. Ja, gleich das erste von 2 Büchern. Ich habe mich selbst schon hier gespoilert, weil ich in dem Video sage, dass es nur 2 Neuzugänge sind, nachdem der Juni so ein Ausraster war. Vielen Dank, Vergangenheits-Claudia, dass du dich mal wieder ein bisschen im Griff hattest. Von Deepa Anapara, in dem Video sage ich immer der Autor, es ist eine Autorin, Die Detektive vom Boot Bazaar, das habe ich schon gelesen, ich kann es euch nicht zeigen, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch bei mir ist. Es ist, wenn ich es noch habe, in irgendeiner Kiste. Auf jeden Fall spielt es in Indien, das haben wir im Eugen Read Buchclub gelesen und damit ist es auch gelesen, es war ein Rezensionsexemplar und ein wunderschönes Cover, was fröhlicher und bunter aussieht als die Geschichte, die dort drin steckt. Denn es geht um eine Jugendlichengruppe in den indischen Slums. Ich weiß nicht, in welcher Stadt oder ob das überhaupt genannt wird. Auf jeden Fall ist es auch ein Kriminalfall. Es ist nach einer wahren Begebenheit und es war schon teilweise sehr bedrückend. Ich weiß gerade nicht, wie viele Sterne ich dem Ganzen gegeben habe. Es ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Ich könnte ja mal meine Rezension angucken. Mache ich doch sonst auch. Ich bin in diesem Videogame. Ich muss da erstmal wieder reinkommen. Ne? Wenn man ein paar Wochen nichts gemacht hat, dann ist man raus. Okay, es hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich wusste, dass es nicht 5 Sterne waren, aber es hat mich schon sehr durchaus von der Stimmung her nachhaltig geprägt, würde ich mal sagen. Indische Slum, habe ich ja schon gesagt. Es gibt einen Kriminalfall, der auf einer wahren Geschichte beruht. Und das Ganze ist aus der Sicht des 9-jährigen, nicht Jugendliche, die waren sogar recht jung, 9-jährigen Jai, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber geschrieben. Und das war schon krass, was er dort erlebt, was er in den Slums erlebt, wie das Leben dort ist mit seinen Freunden, wie schwer das einfach ist und das nicht nur aufgrund der Armut, sondern einfach auch, was das psychologisch alles mit einem so jungen Kind macht. Es ist kein Kriminalfall, wo man miträtseln kann, es ist einfach, sehr, sehr bedrückend und eben erzählt diese Geschichte der Kinder dort in diesen Slums und ich weiß noch, dass die Sprache, und das schreibe ich auch in der Rezension, unfassbar bildgewaltig war, sehr an die Nieren ging, würde ich mal sagen, weil es so gut beschrieben war mit so einer tollen Sprache. Und ich habe hier auch ein Zitat drin stehen, was so ein bisschen zeigt, wie diese Sprache ist. Ich weiß gar nicht, ob die Autorin noch mehr geschrieben hat. Ich könnte es mir vorstellen, kann ich gleich mal schauen. Manche Leute sind nur gekommen, um sich an unseren Tränen und Worten zu laben. Sie tragen unsere Geschichten auf den Lippen, die vorstehen wie Schnäbel und füttern damit ihre Ehemänner oder Freunde, die nicht hier sind. Geht um den Tratsch und Klatsch da in dem Slum. Und also wirklich eine tolle Sprache, auch eine besondere Sprache, die ich so noch nicht in einem anderen Buch gelesen habe. Es gibt ja so manche Metaphern, die liest man immer mal wieder, kommt auch aufs Genre drauf an. Aber das war wirklich sehr, sehr sprachgewaltig und ein tolles Buch.
Und ja, die Autorin hat noch mehr geschrieben, aber ihr wisst, mein Sub ist groß. Kommen wir zurück zu Buch 2. Ich bin gespannt, wenn ich das auch gelesen habe, ist es mal ein Monat zum Durchatmen, was mir gelegen kommt, weil ich echt mit der Rache gut zu tun habe. War so nicht geplant. Ich bin um das Buch schon eine ganze Weile rumgeschlichen, habe das aber aktiv jetzt nicht angefordert, sondern habe dann zufällig tatsächlich eine Mail vom Verlag bekommen, ob ich das gerne als Rezensionsexemplar haben möchte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt Schicksal. Ich habe das Buch ständig im Buchladen in den Händen gehalten. Ich habe es das erste Mal oder bisher einzige Mal beim Phil gesehen, von Phils Osophie. Und dann dachte ich, okay, Schicksal, wenn der Verlag mich schon fragt, dann sage ich nicht nein. Und zwar ist es von Lisa Grunwald, ich weiß nicht, ob man es Englisch ausspricht, mit dir für alle Zeit. Erstmal finde ich dieses Cover wahnsinnig, wahnsinnig schön. Schaut euch das mal an. Ja, sehr schön. Das Buch ist auch gelesen und das ist auch noch in einer dieser Kisten. Das ist definitiv noch bei mir. Ich würde es auch gerne nochmal rereaden. Das hat mir damals richtig gut gefallen. Es hat 5 Sterne bekommen, war ein Highlight-Buch für mich. Weil, ja, es ist ein Buch, was magischen Realismus beinhaltet, heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, geht es eben darum, wie ich ja schon in dem Eingang sage, das schneide ich ja einfach mit rein, dann kann mein Vergangenheitsclaudia den Job übernehmen. Dass eben Nora als Geist erscheint und das eine wirklich besondere Liebesgeschichte ist. Es ist ein sehr langsam erzähltes Buch, aber mich konnte das total packen. Ich weiß nicht, vielleicht hat auch die Stimmung irgendwie gepasst, aber ja, ich mochte das super gerne. Ich weiß, dass es nicht bei allen der Fall ist, aber ich mochte diesen langsamen Erzählton, dass es wirklich um die beiden sehr zentral geht und wie die Entwicklung ist, und es ist wirklich ein Buch, was ans Herz geht, eine Geschichte, die ans Herz geht. Und das Setting in der Grand Central Station in New York ist einfach, ja, hat mich total abgeholt. Ich mochte die Sprache gerne und ja, auch da weiß ich nicht, ob die Autorin nochmal was geschrieben hat. Auf jeden Fall, das Cover finde ich immer noch unfassbar schön. Alles in allem mochte ich dieses Buch sehr, sehr gerne. Und ja, wie ihr schon hört, ist es gelesen. Das bedeutet, ich habe für den Juli, Lesemonat Juli, für die Rache Juli, genauso viele Bücher, 0, die ich lesen muss. Das ist mal ein Monat zum Durchatmen, zum Abarbeiten der anderen Rachebücher. Und ja, das finde ich gut. Ich überlege gerade, ob ich direkt den August schon mal drehe. Ich weiß nämlich nicht, wann ich im Juli zum Drehen komme noch. Well. Werde ich übermütig? Ah, ich glaube, ich mache den August auch gleich noch. Das seht ihr aber in einem anderen Video, deswegen abonniert den Kanal, gebt dem Ganzen gern einen Daumen hoch und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Das war jetzt mal ein bisschen kürzeres, aber bei der Rache gerne.